Und damit willkommen zu einem für mich ganz besonderen Spiel zum Sonntag. Heute zeige ich das erste Kapitel des Impossible Quiz Book. Die Impossible Quiz Reihe ist im Grunde ziemlich einfach erklärt. Man bekommt Fragen gestellt, die in den allermeisten Fällen 4 Antwortmöglichkeiten haben. Und der Witz an der Sache ist, dass man hier nach Wortspielen oder irgendwelchen Anspielungen auf besondere Ereignisse aufpassen muss. Das ist ein bisschen tricky, aber das werdet ihr alles noch sehen. Vorab muss ich sagen, ich kenne die Fragen, da ich wahrscheinlich einer der größten Impossible Quiz Fans überhaupt bin. Ich habe sogar selber Spiele davon gemacht, jetzt zwar nicht fürs Internet, aber für Freunde zum Spaß. Und es ist einfach so gut. Lassen wir uns einfach mal ein auf dieses schöne Spiel. Genau, erstes Kapitel. Und ich werde, glaube ich, jedes Impossible Quiz Spiel in die Beschreibung packen, damit ihr euch da mal ein bisschen selber ausprobieren könnt. Es gibt sehr, sehr viele Fragen. Das erste Impossible Quiz hat 110 Fragen, das nächste 120 und das hier insgesamt 150. Also, wow. Ich werde heute die ersten 50 Fragen von diesem Spiel zeigen. Das reicht für ein Video. Und das hier ist die Impossible Quiz Katze, die heißt Quiz. Die sieht man auch hin und wieder mal. Ziemlich cool. Und gleich geht's los. Genau, das ist der grobe Aufbau jeder Frage. Oben steht sie und unten sind dann die 4 Antwortmöglichkeiten. How do you start an impossible quiz? Heißt sie, die erste Frage, und jetzt muss man überlegen, ne? Die richtige Antwort in diesem Fall ist carefully, da man jetzt mittlerweile, weil es der dritte Teil eigentlich ist, wissen sollte, dass man hier auf Tricks sich gefasst machen muss und deswegen muss man eben vorsichtig sein. Die nächste, which of the following is a shooting star? Und da denkt man jetzt im ersten Moment natürlich an Sternschnuppen, weil die Shooting Star im Englischen heißen. Allerdings ist hier Shooting Star doppeldeutig gemeint und es geht tatsächlich um einen Prominenten, der schießt, und das ist Clint Eastwood. Genau, ich werde also zu jeder Frage genau erklären, was die Antwort ist, damit ihr das Prinzip versteht. Es gibt ja noch genug Fragen, die ihr selber spielen könnt dann später. Frage 3. What time is my dentist appointment? Und das ist schon eine ziemlich, ziemlich fiese Frage, also wie man darauf kommt zumindest. Die richtige Antwort ist 2:30, denn wenn man das ausspricht, hat man 2:30 oder 2:30, also Tooth, ne, Zahn, und Hurdy, Schmerz. 2:30, das ist schon sehr, sehr heftig. Aber da muss man eben genau überlegen, das ist hart. What do you call a female lemur? Das ist zum Beispiel eine reine Witzfrage. A femur, weil female und lemur, das ist zusammen femur. Das ist, ja, sowas gibt's auch gerne mal. Und das ist jetzt schon sehr, sehr übel. Und hier versagen die meisten Leute schon, wenn sie überhaupt keine Ahnung haben, wie das Impossible Quiz funktioniert. Could you please point me eastwards? Im Normalfall würde jetzt jeder einfach auf East drücken, das ist aber falsch. Man kann auch noch auf den Pfeil klicken oder auf den Käfer. Allerdings muss man tatsächlich da unten rechts auf diesen einen grauen Pfeil drücken, der jetzt zeigt ja nach Osten. Das ist schon krass. Nächste. What is the best thing since sliced bread? Und hier zeigt man das erste Mal, wie man wirklich auf Kleinigkeiten achten muss. Denn das ist ja im Grunde keine Frage, da kein Fragezeichen mehr ist, sondern eine Aussage. What is the best thing since sliced bread? Also es ist das Wort what ist besser als sliced bread. Und deswegen muss man das anklicken. Keine der 4 Antworten unten ist demnach richtig. Nächste. What is this? Das gibt es ja auch sehr oft. Solche What is this Fragen, da hat man dann rechts so ein Bild. Und dann stehen die Antworten links und dann muss man gucken, und das ist in den allermeisten Fällen, wenn nicht sogar immer, ein Wortspiel. In dem Fall illegal, also ill, kranker Adler. Es macht Spaß, das zu erklären, wenn man weiß, was man tut. What is the seventh letter of the alphabet? Und die letzte Option ist Hang on, this question seems familiar, denn die gab es auch schon ein paar Mal in der Vergangenheit. In diesem Fall muss man tatsächlich das H auf der Tastatur drücken, denn man muss hin und wieder tatsächlich mit der Tastatur arbeiten. Ja? Noch kurz erklärt, warum es das H ist und nicht G. Die Wortgruppe The Alphabet ist gemeint. Und in der Wortgruppe The Alphabet ist der siebte Buchstabe das H.
Nächste. Which of the following is spelled correctly? Und da haben wir rechts oben eine Abbildung von einem Schwein ohne Augen. Auf Englisch heißt Augen Eis. Das heißt, ihm fehlen die Eis. Deswegen ist die richtige Antwort. Ich kann das toll aussprechen. Da hier die Eis bzw. die Eis fehlen. Sperm Count, ja. Da gibt es auch hin und wieder mal solche schönen Aufgaben. Ich hoffe, ich habe mir jetzt nicht verzählt. Ich habe es gar nicht richtig drauf geachtet. Waren es 8? Ja, es waren 8. Sehr gut. Hier gibt es halt immer so eine Minispielchen. Genau. How many letters in Assassins? Solche Fragen gibt es auch hin und wieder mal. Solche Zählaufgaben. Also, wie viele Buchstaben irgendwo drin sind. Und hier sind es 4 tatsächlich nur, denn es ist die Frage nach den verschiedenen Buchstaben. In Assassins gibt es nur 4 verschiedene Buchstaben. A, S, I und N. Und jetzt kommen wir zur ersten Bombenfrage. Da sind wirklich schnelle Reflexe gefragt, denn wenn diese Zeit abläuft, ist mein Instant Game Over, wo man links unten sieht, dass ich 5 Leben habe. Und ich habe gerade einen Skip bekommen, denn wenn man hier die 7 angeklickt hat und dann auf den Anfangspunkt geht, bekommt man ein Power-Up. Wenn ich das aktivieren würde, könnte ich die Frage einfach überspringen, ohne zu antworten. Mache ich aber natürlich nicht. What do feet eat for breakfast? Hier ist die richtige Antwort, auch wenn es unschön klingen mag. Cornflakes, denn Corn ist sowas wie Hornhaut, schätze ich, ne? Müsste sein. Cornflakes. Igget. Das ist jetzt eine Reflexaufgabe. Fork. Hier ist rechts. Da gibt es, ich glaube, noch Pigeon und was gab's noch? Gurke? Ne, Dolphin. Pigeon und Dolphin gab es, glaube ich, noch als Runden. How does the squid make you feel? Das ist dann, glaube ich, angry, weil die meisten Leute zu diesem Zeitpunkt, wenn man sich YouTube-Videos davon anguckt, schon sauer sind. Answer this question, please. Ja, dann tun wir das einfach mal, denn wir sollen ja mit Question antworten. Answer this question, please. Und hier verzweifeln sehr viele Leute auch, weil sie einfach nicht wissen, was muss ich hier machen? Die klicken alles an auf diesem Bild. Und in Wahrheit muss man nur C auf der Tastatur drücken für C. Denn es ist ja ein C. Where can you find the meaning of life? Auch brutal simpel. The dictionary. Da findet man ja die Bezeichnung, was das Leben heißt. Which of the following would win in a fight? Und das müsste a tin sein, denn a matchbox. Also das ist jetzt so ein englischer Witz. Das kann ich jetzt auch schwer erklären. Da war eine Frage, can a matchbox? Und dann war die Antwort, no, but a tin can. Das ist so wieder so ein Wortspiel bei tin can. Da muss man eine andere Frage zu kennen. Das ist jetzt nicht ganz einfach zu erklären, also auf jeden Fall a tin. Ja, hier muss man nichts weiter tun, als Chris ein paar Mal anzuklicken und schon freut er sich, dass er seinen Bein abgelegt hat. Die Frage ist richtig doof, weil ich die das erste Mal gespielt habe, habe ich so oft verloren. Hier muss man den Punkt in der Frage nochmal zu 2,1 machen und dann draufklicken. Böse, böse. What do you call a baby yogurt? Und da habe ich ehrlich gesagt keine richtige Erklärung, warum es a yoghurt ist. Gibt es das Wort überhaupt? Aber er nennt es a yoghurt, von daher. Okay, hier müssen wir 23 Blasen poppen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Vielen Dank. Was ich gerade bekommen habe, dadurch, dass ich eine etwas andersfarbige Blase zum Platzen gebracht habe, ist ein Fuse-Stopper. Den kann man bei Bombenfragen benutzen, um diese quasi zu pulverisieren. Da hat man unendlich viel Zeit und muss sich keinen Druck machen. Which smelling is for part long? Auch sehr, sehr lustig. Man fährt mit der Maus darüber und es steht da falsch. Why is a sandwich? Dieses lustige Wortspiel hatten wir schon bei Pokémon Topaz, die Leute, die es gesehen haben. Da war auch in einem Museum so eine Frage. Why did the lobster blush? Because it's seaweed. Und genau das ist hier auch das Wortspiel. Seaweed, also der See urinierte. Und für die ganz blöden Leute wird es sogar nochmal erklärt, warum die Antwort gerade richtig war. So the sand is wet because the seaweed on it. Und natürlich, yes. Übrigens, wenn man auf Please Don't Press klickt, was ich jetzt nicht machen werde, dann resettet sich das gesamte Spiel. Das ist voll gemein. Und da ärgern sich die Leute logischerweise auch, wenn sie das tun. How is it even possible? I mean, the sea is just a huge mess of water. How could it urinate on a beach? Und das ist jetzt wirklich schon... Da ist der Macher voll und ganz... Da fragt er sich einfach, was soll das? Wieso antwortest du so? Nee, da ist einfach das Impossible Quiz Downhill. Ganz einfache Antwort. Deliver. Auch sehr, sehr schön.
the liver, also die Leber, man zieht hier die Haut ab und dann klickt man auf die Leber. What is this? Und für die Leute, die jetzt kein Kurzzeitgedächtnis haben, sollte das kein Problem sein, denn das ist ein Babyjoghurt oder ein Joghurt. March. Hier kann man auch alles wirklich denken. Als ich die Falle zum ersten Mal hatte, dachte ich, man muss auf die 3 in der Fragenummer klicken, weil March ja auch März heißen kann. Und ich habe gedacht, ja, März ist der dritte Monat, also die 3. Nee, man muss einfach nur die Falltasten drücken. Und dann passiert das. There are 100 pennies in a pond. Und die habe ich sau spät verstanden. Also was hier das Wortspiel ist. Die Antwort ist no you. Denn wenn man ein U in Pond einfügt, hat man Pound. Und 100 Pennies sind ein Pound als Währung. Das ist sehr, sehr, sehr tricky. Die ist auch sehr schön. What a cure is once in every minute, twice in every moment, but never in a thousand years. Die Antwort ist M. Denn in diesen Wortgruppen war M immer genauso oft vertreten, wie es da stand. In every moment ist es zum Beispiel zweimal drin, das M. What is wrong with this question? Ja. Man ist sehr verleitet, diese Antwort auszuwählen, aber ich kann Entwarnung geben, es ist tatsächlich die linke Hand. What do you call a man with two donkeys? Und schönes Wortspiel, Bayarst, also, oder Bayarst, wie spricht man das aus? Bayarst, Bayarst? Auf jeden Fall, Ars ist ein Esel und Bay ist ja zwei, also zwei Esel, Bayarst, ne? Ja, hier möchte ich gar nicht erst auf dem Bild rumklicken, das ist nämlich völlig unnötig, die Antwort ist Pi auf der Tastatur für urinieren, ne? Pi, logisch. Answering this question may require bowel movements. Und das stimmt auch, denn wenn man das Wort bowel bewegt, bowel movements, dann ist darunter die Antwort. Und hier muss ich ganz schnell sein, ganz oft den Schalter betätigen oder den Knopf drücken vielmehr. Das ist wieder so eine Minispielaufgabe gewesen. Als Abwechslung kommt immer mal wieder sowas rein. Ja, das finde ich sehr lustig. Hier verstehe ich gar nicht, wie die meisten Leute diese Frage nicht kapieren können. Denn ich habe, glaube ich, noch nicht ein Let's Play gesehen, bei dem jemand sofort wusste, warum die Antwort 25,81 ist oder 25.81, je nachdem. Denn All Evil ist 666, die Zahl des Teufels. Und wenn man daraus die Wurzel zieht, kommt nun mal 25,81 raus. Eigentlich gar nicht so schwer. Viel schwieriger finde ich das schon die Antwort auf diese Frage, denn die ist wirklich fies. What happens after pigs fly? Und hier ist die Antwort, people die. Und das Wortspiel muss man sich tatsächlich herleiten, denn pigs fly, swine flew. Und das ist ein tatsächliches Event gewesen, das ja damals passiert ist. Die Schweinegrippe auf Englisch, swine flew, also sind Schweine geflogen und bei der Schweinegrippe sind Leute gestorben. Und das ist schon sehr, sehr krass, dass, also darauf zu kommen, das ist nicht ohne, ne? Swine flew, people die. Oh! Ja, hier sieht man eine schöne Voodoo-Puppe und man kann mal gucken, was gibt's hier alles so Schönes. Machen auch tolle Geräusche, diese ganzen Körperregionen hier. Und man kann sich vielleicht schon denken, wo ich hinklicken muss. Natürlich. Was sollte auch sonst sein? What do cannibals do after they've done their girlfriend? Oh, schade, mir fällt gerade ein, bei der Voodoo-Puppe hätte ich auch noch Invisible Ears zeigen können. Die hätte dann noch unsichtbare Ohren gehabt, aber gut, das ist jetzt nicht ganz so schlimm. Kommen wir lieber zu der Kannibalenfrage und das ist auch jetzt nicht so schwierig eigentlich. Dumped doppeldeutig? Denn wenn sie die Freunde gegessen haben, dann müssen sie auch wieder ausscheiden. Also dumped im Sinne von, ja, wipe their ass logischerweise. Ja, was muss man hier machen? Ganz einfach. Random auf der Tastatur rumdrücken und dann passiert was. Diese Frage ist auch, denke ich mal, nicht so schwer. The answer is type cast. Wenn man bis hierhin gekommen ist, dann sollte man das schon doppeldeutig verstehen. Cast eingeben. Oh, das war jetzt aber auch ein schöner Spielfehler. Die Bombe haben wir gerade explodiert gehört. Das war ein bisschen komisch, der Satz, aber egal. Obwohl ich die Frage geschafft habe. Put the mouse on here. Da sollte man sich nicht verleiten lassen, einfach mit der Maus über diesen Button zu fahren. Nein, man muss die Wortgruppe, beziehungsweise das Wort nur, da drauflegen. Fix the underground pipes. Viele Leute denken, man muss das hier machen. Pick, 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 bla bla. Aber nein, fix the underground pipes. Und das sind nur 3, die man dafür benötigt.
Diese Frage ist sehr lustig. Am liebsten würde ich jetzt ein paar Mal falsch antworten, da sie sich nach jeder falschen Antwort verändert. Da gibt es nämlich mehrere Varianten. Also ich habe jetzt persönlich die Frage nach den Monaten, also January, February, March, April, May und so weiter, wo die Antwort dann klar die für Dezember ist. Aber es gibt dann noch die Planeten. Und was gibt's noch? Planeten? Ach ja, dann gibt's noch ein paar Farben, also Red, Blue, Yellow, so wie abgekürzt R, B, Y und so weiter. Und dann gibt's auch noch eine Frage nach einem Foto. Da steht einfach nur also ich glaube F, R und H mehrmals hintereinander und da ist die Antwort That's a farm, isn't it? Also das ist einfach nur ein Foto und keine richtige Buchstabenkombi. Und hier ist es eben D. Okay, und die Frage ist sehr, sehr hart. Also wenn ich die jetzt, wenn ich da jetzt in Bedrängnis kommen sollte, dann werde ich gleich mal den Fuse-Stopper verwenden. Ich hoffe, ich krieg das hin. Das sieht aber sehr gut aus. Das sieht sehr, sehr gut aus. Ja. Das ist gar nicht mal so schön, das in dieser Zeit zu schaffen. How many keys do you need to make something unstable? Und hier ist das Wortspiel auch sehr, sehr, sehr heftig zu finden. Das ist auch eine der Fragen, bei der ich sehr spät wusste, warum die Antwort one ist. One key. Denn Wonky, das heißt ja Wonky, W-O-N-K-Y, heißt auf Englisch, glaube ich, ein bisschen unstabil. Wonky heißt, glaube ich, unstabil, genau. Also bei Wonky, einer Taste, Wonky, logisch. Is there life on Mars? Entweder kann man das live verschieben, oder man muss hier oben irgendwo eine Person finden und die ist da. Na, was heißt Person? Das ist ja ein Alien. Und ja, nein, da ist eine echte Person drauf. Und hier müssen wir dreimal die Kralle abschießen. Und damit habe ich das erste Kapitel vollständig präsentiert. Das war's. Das ist eines der ungefährlichsten überhaupt, aber fürs Erklären und Zeigen war es absolut perfekt. Ich habe mein A bekommen, alles was ich wollte. Jetzt kann man sich ruhig noch den Abspann von diesem Teil angucken. Und ja, ich hoffe, das hat euch Spaß gemacht, auch wenn ich logischerweise die Antworten alle kannte. Es ist, glaube ich, lustiger, wenn die Person es nicht weiß, was rauskommt und dann rumflucht, weil sie es einfach nicht begreift. Aber ich musste dieses Spiel einfach präsentieren, weil es mir sehr viel bedeutet. Es macht einfach unglaublich viel Spaß, das auch zu zeigen und zu erklären, was so die Ideen einfach sind, damit die Leute mich begreifen, was eigentlich die Logik ist. Denn, wie gesagt, es gibt sehr viele YouTuber, die das gespielt haben und einfach sich unnötig aufgeregt haben, weil sie denken, das Spiel hat keine Logik. Aber so wie ich es gerade erklärt habe, ist es ja klar, was so dahinter steckt, was gefragt wird und so, ne? Und ja, falls es euch gefallen hat, wie gesagt, ich verlinke sämtliche Impossible Quiz, die es gibt, unten. Was ist eigentlich die Mehrzahl von Quiz? Quiz oder Quizze? Quizze? Ich glaube Quiz sogar nur. Ja. Und da würde ich sagen, war es das für dieses Video. Hat mir sehr viel Spaß gemacht diesmal. Ich konnte viel erklären, viel zeigen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao, ciao.